Folge 2300. Gute Vorsätze pflastern den Weg zur Hölle. André muss sich eingestehen, dass er sich von Joeys neuer Babysitterin immer mehr angezogen fühlt. Er will Carlotta ausweichen, doch die sucht ständig seine Nähe. Als sie zu den Proben der Sixpacks im Bodyburn unter einem Vorwand dazukommt, verpflichten seine Kollegen Carlotta direkt als Testperson zum Anstrippen. André hat keine gute Ausrede parat und muss sich wohl oder übel auf das Antanzen einlassen. Bei der Performance knistert es zwischen ihm und Carlotta erwartungsgemäß gewaltig. Und André kann der Versuchung einfach nicht länger widerstehen. Er hat wilden Sex mit Carlotta und realisiert erst hinterher, was er da angerichtet hat. Schlagartig wird ihm klar, dass er für einen kurzen Moment Spaß sein ganzes Familienglück aufs Spiel gesetzt hat. Er nimmt sich vor, dass Mandy niemals erfahren darf, was heute geschehen ist. Folge 2301, aller Anfang ist schwer. Nachdem er am Vorabend beinahe Paula geküsst hätte, liegt Joe fast die ganze Nacht wach und zerbricht sich den Kopf. Einerseits liebt er Peggy noch, andererseits kann er seine Gefühle für Paula nicht mehr ignorieren. Darum reagiert er auch dünnhäutig, als Ole morgens das Thema arglos auf Peggy lenkt und zieht sich zurück. Als Paula ihn aufbauen will, wird ihr klar, wie sehr Joe offenbar noch unter dem Verlust von Peggy leidet. Und als Joe sie kurz darauf vor den Kopf stößt, ist sie sicher, dass sie ihn mit ihren Gefühlen nur belasten würde. Während Paula daraufhin den Entschluss fasst, erstmal aus der gemeinsamen WG auszuziehen, um so ihre Freundschaft zu Joe zu retten, wird diesem klar, dass er sich seinen Gefühlen für Paula stellen muss. Joe kommt gerade noch rechtzeitig, um sie am Auszug zu hindern.